Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Die letzte Folge von der Aufnahme Scissor. Und wir mussten, letzten Folge haben wir anfangs noch den Rat getroffen. Den Assassinenrat, der Forst aber noch mit, ich kenn's den Namen immer noch nicht, sorry. Die Stadt ein bisschen gezogen, ein paar Leute gekillt. Damit ja auch diese Fähigkeiten in der vorletzten Folge. Klingt war richtig geil. Hat richtig Bock, damit ein paar Leute zu killen. Und dann ja, diese Folge nehmen wir uns vor, Sivert zu töten. Da müssen wir aufs Dach da hinten hoch. Ich hoffe, ihr könnt jetzt in die Folge rein. So, gehen wir mal da hoch. Denn die Folge war jetzt immer 30 Minuten lang circa. Jetzt will ich es aber ein bisschen kürzer halten. 20 Minuten, ein bisschen kürzer vielleicht sogar noch. Was wird sich jetzt bald wieder ändern, sobald halt die Aufnahme-Saison rum ist. Okay, Hallöchen! Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu alter Ehe? War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Okay. Sivert eliminieren. Das Gebiet erkunden für Gelegenheit sorgen. Tipps. Einmalige Attentate 1. Zugänge 10. Alarmglocken 2. Geheimzugänge 1. So. Die Geheimzugänge werden wir uns zu Nutzen machen. Hoffentlich. Doppel kann man glaube eine Gelegenheit ergreifen. Den hier können wir bestehlen. Machen wir auch. Können wir auch mal eine Gelegenheit ergreifen. Oh, den kriegen wir jetzt erstmal ganz unauffällig. So. Lass dich bitte bestehlen. Danke sehr. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und damit können wir jetzt da oben rein, oder? Aber der Typ gerannt ist. Ja, da oben sieht man es ja schon. Gehen wir da auch gleich mal eine Runde hoch. Vielleicht schaue ich, was hier so abgeht. Versuchst du, in mein Gebiet einzudringen, du Narr? Ist die Kathedrale gesichert? Ja, Monsieur Duchesneau. Hier ist der einzige Ausgang, wir haben die Wachen bestochen. Gut, jetzt da Arpinon tot ist, will ich kein Risiko eingehen. Wenn Monsieur Sivert eintrifft, sagt er noch weg oder nicht? Ich die Details mit dem Priester bespreche. Ich treffe ihn drin. Warum verdammt das? Das ist toll. Sauber. Haben sogar eine Ablenkung gemacht. Jetzt gehen wir irgendwie hier außen rum. Hör mal von mir durch, das ist eh keine Sau. Hoffe ich jetzt mal. Dann gehen wir da hoch. Können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Teil zumindest. Und hier können wir auch einen Teil hoch. Ja, das müsste gehen. Ja, das läuft.
Dann gehen wir ganz da in die Mitte. Dann gehen wir einfach nur hier hoch. Dann haben wir es schon. Hoffe ich jetzt mal. Oh, wie riesig das Fenster ist. Alter. Aber ist ja auch eh riesig. Oh, hi. Nicht sehr gesprächig. Öffne mal die Tür. Merci. Que Dieu vous bénisse. Können wir jetzt natürlich auch mit reingehen. Da ist gerade ein Gottesdienst. Was ist jetzt auch schon drin? Sexy! Und da hinten ist schon Leute, die wir töten müssen. Alter. Es wäre gerade fast schief gegangen. Juckt den hier gar nicht. Juckt den nicht. Und der ist auch tot. Geil. Können wir den einfach nicht einfach von oben töten? Doch, können wir bestimmt, ne? Ja! Wir können! Wartet hier, es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Siver, kommt weg da! Oh mein Gott, wie geil es war. So. Ich renn mal weg, ne? Findet mich nicht. Die drei kann ich töten. So ist er nicht. Obwohl die kann ich sogar abhängen. Die kann ich tatsächlich abhängen, Alter. Läuft. Läuft bei denen auf jeden Fall, aber rückwärts. Oha. Oha, ich hab's echt abgehängt. Haha. Hey, was ist jetzt? Ja, wir haben den Typ gekillt. Geil. Das sind auf jeden Fall 5 Sterne. Obwohl es die kurze Mission war, kriegst du mir einfach mal 5 Sterne. Aus Prinzip, weil ich es cool fand. Dann machen wir auch gleich schon wie gewohnt weiter. Oh, Belohnung. Henkers. Henkersbeil. Auch geil, bestimmt. Kein Alarm ausgelöst und dann Attentate aus einem Verstecker Monster gemacht. Aber wir haben es halt schnell gemacht, ne? Belohnungen, eine Brustpanzerung, keine Ahnung. Und 3 Punkte zum Einlösen. Und dann weiter geht's. Wow, 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 wow. Was zum Teufel ist das? Ich bin hier, Bischof. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du, ja. Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Oha. Das hilft uns nicht. Da ist ja schon. Geil. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hasse Zeitdruck. Ich hasse Zeitdruck. Da ist es. Los! Und wir sind drin. Ja! Geil. Oha, was ist jetzt passiert, Alter? Eine Serverbereinigung. Läuft auf jeden Fall. Das Signal ist stabil. Oha.
Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Alter, wie geil. Was machen wir jetzt? Eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Oha! Wie geil ist denn das? 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Unterirdischer Weg? Da! Juhu! Das ist es. Es gibt einen Weg durch die Metrostation vor dir. Danke sehr. Scheiße. Das gesamte Gebiet wird instabil. Und nu? Was ist da unten in die Metro oder was? Nee. Da muss ich raus. Okay, das ist richtig geil. Auf jeden Fall richtig geil gemacht. 19. Jahrhundert. Also, das feiere ich. Das feiere ich ja richtig. Also, ich würde ja auch gerne länger verbringen. Jetzt kann ich mir auch schon vorstellen, wie Assassin's Creed Victory aussehen soll. Speziell in London spielen. Ich glaube, es sieht auch so ähnlich dann aus. Richtig geil auf jeden Fall dann. Wow! Alter. Oha, wo soll es hier weitergehen? Hä? Hier? Okay. Da gehst du dann hier hoch? Und dann hier rum. Ja, geil. Ah! Oh Gott. Ach schon. So, jetzt gehen wir hier oben rum. Da müssen wir, glaube ich, auch lang. Oh, wenn ich jetzt runterfall. Das wäre ja ärgerlich. So, das haben wir, glaube ich. Das stimmt, haben wir, glaube ich, geschafft. Ich hoffe zumindest. Das wäre ja gerade schon hardcore. Diese Züge. Und jetzt sind wir in so einem unterirdischen Gang. Wird das jetzt gleich ein Speedrun oder wie? Ah! Oh, 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 oh. Warum muss ich eigentlich immer recht haben? Ah! Oha! Alter! Warum muss ich immer recht haben? Bei so einem Scheiß. Ich sag Speedrun, auf einmal kommt ein Speedrun. Ja, leck mich doch. Ja! Oh! Da bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Jo? Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Leck mich doch. Das ist so mega heftig geil. Alter, ich liebe es. Alter, Alter. Die Teile treffen uns ganz schön hart. Ah. Oha, oha. Boah, das ist so mies. Stell dir vor, du bist ein Assassine. Ah, da. Von damals noch. Und du kommst irgendwie in so eine Zeit rein. Was muss man sich da eigentlich denken? Alter. Läuft. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Ja. Aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Wie kann man sowas eigentlich verschicken? Naja, die wurde ja nicht... Alter. Ist sie hier außen rum? Ja, ich glaube ja. Oha. Hoch. Ey, wie es auseinanderfällt. Ich tue, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dankeschön. Oh, oh, oh! Alter, warum haben wir das so eine Kettensäge? Ja, wir sind durch. Aber ist auch richtig geil. Alter, wie geil. Ist einfach falsch. Oh, alter Schwede.
Riss freigeschaltet. Riss-Tutorial freigeschaltet. Alter, wie geil. Wie geil. Alter. Ich hab das. Ich feier das so mega. Oha. Und dann würde ich sagen, war es auch schon für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Richtig actionhaltige Folge. Sie wäre getötet, dann ist so ein Riss. Unglaublich, unglaublich. Ich hab's geliebt. Ich hoffe, sowas kommt noch öfter. Und dann ja, wenn es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Okay, das häng ich auf jeden Fall noch hinten hin jetzt. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Okay, das war jetzt auf jeden Fall noch wichtig, glaube ich mal. Und ja, das können wir auch mal machen irgendwie. Sobald wir halt mal die Story durch haben. Würde mich erstmal mit der Story widmen. Geld verdienen, okay. Karten und Anzeigefilter. Ja, jetzt haben wir eine Karte. Ist auch richtig geil. Hier. Oh, schick. Habe ich die davor auch schon gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist was aktualisiert worden. Und dann ja. Aber jetzt war es aber wirklich von der Folge. Jetzt musste aber habe ich noch hinten jetzt gehängt, weil es, ich glaube, wichtig war. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.